So, wir kommen zur Ultimate Legendary Challenge. Wir checken mal kurz die korrekten Fähigkeiten und alles. Wir sind unterwegs mit Klein England, Kanex Freak und Outlaw oder auch Patrick, Felix und Micha. Meine Wenigkeit ist Nox oder Dirk. Wir schauen mal in meine Fähigkeiten. Ich bin ganzartig ausgerüstet und habe überhaupt nichts aus dem Medizinflügel, bin ein artiger Stürmer und versuche ein paar Leute umzulegen. Unser Chef de la Ailu ist Keine der Ahnung, ich hoffe Patrick nicht allzu Patrick. lange. Man sieht bei mir unten jetzt rechts, du hast alles voll mit Heilungsfertigkeiten. Sag uns doch mal, was du dabei hast, mein Lieber. Die Box, die Heilbox, der Recovery Link und die Erste Hilfe. Wunderschön, eine herrliche Selektion. Wir sind sehr glücklich darüber. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Felix, unser Taktiker vom Dienst. Sagen Sie doch mal, was Sie Schönes mit dabei haben. Warte, ich stelle mich vor dich, dann grüßt du auch in meine Richtung. Ich sehe bei So. dir ein Geschütz, ein Schild und eine Mine. Ist das korrekt? Ja, also ich gehe einfach mal hier mal ins Fertigkeitenmenü. Ich Genau, habe denn der Felix, ja, bin als zeichnet auch noch auf. Das heißt, es wird zwei genau. Aufzeichnungen geben. Bin als Taktiker unterwegs und habe den Überlebenslink, die Multimine und das Geschütz mit der Modifikation aktiver Sensor drin. Perfekt. Weil das mir den Taktiker gut auflädt. Weil, wie man sehen kann, Taktiker mit zwei goldenen HI-Teilen. Ohne Medizinflügelfertigkeiten. Natürlich. So, und hier hinten scheint sich jemand hinter dem Auto zu verstecken. Ich glaube, Den warte, ich krieg suchen. dich, ich krieg Ich dich, bin gar ich nicht krieg dich, da. ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ah, ich krieg dich, Ah, ah, hab dich, hab dich. So, hier habe ich den kleinen England, den Micha, gefangen. Micha, ich gucke mal Ja, kurz ich hier, habe was genau mein Hack das mir zu hier. deinen Fertigkeiten sagt. Da sehe ich eine Mine, da sehe ich einen Taktiklink und ich sehe ein Geschütz. Gelle? Und ich habe hier eine Pistole, mit der rock ich alles. Ja, der Micha hat gesagt, die Ultimate Legendary Challenge ist ihm zu einfach, weil er ein Uber-Pro-Gamer ist und er hat gesagt, er benutzt nur seine Fäuste und Hallo diese Rambert. Pistole. Krasser Typ. Oh Mann, oh Gott, bitte nicht falsch Nicht verstehen. wahr? Nee, Und was hast verstehe du ich nun? nicht Hier, komm, falsch. Quatsch. Kann durchaus bestätige sein, dass mal es ein für die bisschen länger Aufnahme. Ich dauert. sehe eine Multimine, ich sehe, ja komm, wir haben das alles gesehen. Genau, Micha ist völlig korrekt unterwegs. Ich Der habe das Micha ist so ein Geschütz korrekter drin Typ. und die Suchermine Sehr und den schön. Taktiklink. Na, wundervoll. Damit sollte wohl bewiesen sein, alles legit. Wir haben auch einen Notar hier sitzen, der das Ganze bestätigt. Moment, ich drehe mich kurz zu meiner Linken. Herr Notar, könnten Sie bitte kurz bestätigen, dass das alles legit ist, was wir hier machen? Ey, oh Digga, alles easy. Na, also. Das wirkt doch Digga, glaubwürdig. So, noch ein bisschen Bevor wir da reinrennen, bevor wir da Lockerungsübung. jetzt reinrennen, genau, waren wir alle nochmal pinkeln, sind wir gedehnt und gestreckt. Ich habe noch fünf Knoppers, wir dürfen also nicht allzu lange brauchen. Ich habe fünf Knoppers und eine Dose Red Bull. Okay. Noch ein bisschen Fingergymnastik machen. Ja, bin schon dabei, aber nicht in der Hose, Ja, Micha, pass nicht in der auf. Hose. Jo, Digga, alles okay. Sehr gut. Alles easy. Okay. Alles Töfte. Ich Alles hab doch vorhin Töfte. gesagt, ich habe gar keine Hose an, also kann ich auch keine, also echt mal. Entschuldigung. Und So, da hinten nachdem wir sammelt das jetzt sich auch geklärt JTF. haben. Oh, das ist Jungs, gut, lassen wir die ich doch habe eine vorangehen. Aufgabe für euch. Und wenn Jungs, alles Micha geklappt hat, geht, gibt es kommt Micha mit. 7, oder? Hey, kommt mal Und mit dann gibt es hier. auf jeden Fall Micha 7. 2, Wohin? 4, 5. Ey, wir brauchen euch Micha, nicht. wir bräuchten dich hier bei uns. Das Alles klar. wäre sehr reizend. Ich wollte mich der JTF anschließen. Er Die sind wollte die schön weggegangen. herholen. Das. Dass sie Nein, ich mitmachen. wollte nicht mit denen Herholen. mitgehen. Okay. Wenn wir es geschafft haben, gibt es Micha 7, Sandra und nicht jetzt schon. Noch haben wir keine. Also kann man das jetzt sagen? Na gut, also. Ja. Wenn ich das als Highlight aus Twitch rausschreibe, kann man das ja später auch noch in der mit Chat-Wiederholung sehen. Dann weiß man auch, worüber wir hier gesprochen haben. Genau. So, gehen wir, wa? Ja, Ich auf meine, mehr geht's. als furchtbar scheitern und abartig krepieren können wir ja nicht. Juhu! Richtig. So. Auch für den kuscheligen Gruppentod. Ich fühle mich jetzt schon ganz schwach. Aua, da geht's schon los. Die werfen Granaten nach mir. Warum? Weil sie es kennen.
Ich nehme an, das ist Begründung genug für die. Für die. Ich sehe noch deinen Fuß, oder? Für die Kollegen auf jeden Fall hier drin. Ich glaube, ich mache meine Konsole nochmal gerade ganz entspannt ein bisschen leiser, sonst kriege ich nämlich Ohrenkrebs. Ich glaube, meine Lebensversicherung ist gerade geplatzt. Ja, meine Box ist weg. Oh, oh, oh Gott, du Scheiße. Okay. Stirb du. Ui, ei, 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 ei. Ich hol den Jungen schon zurück. Ja, ja. Dankeschön. Gerne, gerne. Ja, also, wieder einer tot. Du wolltest doch mal bei dir reinschauen. Yo, dankeschön, Mann. Hallo, Spike. Schön, dass wir da sind. Es lohnt sich. Das sind sehr nette Worte. Vielen Dank. Davon müssen wir den Micha auch noch überzeugen, dass es sich lohnt. Ja, natürlich lohnt sich das, aber sowas von. Aber, oder? Ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Da hast du uns fast allen was voraus. Unser Heiler ist zum Glück auch noch nicht gestorben, aber der versteckt sich auch wie das kleine feige Mädchen, was er während dieser Mission auch zu sein hat. Na, frag mich mal. Wie? Wo bist du denn? Da hinten? Ja. Am Arsch der Welt. Hat noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Nein. Aus sicherer Entfernung zu. Achso, wir spielen übrigens auf Xbox One. Ich sag das nochmal mit dazu, falls sich jemand über das Grotten-Aim wundert. Über das was? Außerdem, was unterstellst du denn Micha? Über das Potato-Aim. Kennst doch Micha, der würde sich doch für dich opfern. Oder für uns. Für Micha würde sich in jede Kugel, wollte ich gerade sagen, der würde sich in jede Kugel werfen, die... Du Phoenix, da ist jemand vor dir. Ich glaube, der möchte dich angreifen. Pass mal lieber um, den Jungen. Ja, meine Schütze hatten gerade... mir ferngehalten. Verlegt? Ja. Oh, der Dicke kommt. Ich muss weg. Tschüss. Ja. Der Dicke schießt auf mich. Danke. Ach, der Dicke schießt lohnt sich eigentlich irgendwie. Okay, wir halten mal kurz inne. Wir müssen diesen Heiler da hinten wegkriegen. Hat da gerade eine Granate bis nach hinten geworfen, oder? Oh. Gesundheit. Oh oh. Ja, ich geh raus. Nee, hab sich jetzt halber mal auf dich geschossen. Zu spät gesehen, dass da einer neben mir war. Ich werde dich blutig rächen. Sehr schön. Rache erfolgt. Na dann, Spike, viel Vergnügen. Ich hoffe, dass wir unseren ganzen Zuschauer nicht allzu oft krepieren. Oh nein! Er hat Fetzi die lustige Kullermine kaputt gemacht. Du Drecksack. Frechheit. Da verschieße ich dir einen Fuß. Sniper ist weg. Ja. Sehr schön. Wie, der Heiler hat jemanden gekillt? Peyton Rambos, willkommen zurück. Aber hat mich, glaube ich, jemand tatkräftig unterstützt. Jawohl. Ja, nein, hat mich das unterstützt. Du ganz alleine. Nee. Ich bin noch nicht überrettet. Ich überlege gerade, wie wir am schönsten an den Heiler rankommen. Heilung ist bald da. Ja. Wieder kaputt getreten. Gut, bei der immensen Fertigkeitenstärke, die ich... Oh mein Gott, kommt da jemand etwa zum Besuch? Ja. Dann. Aber es ist in Ordnung, dann, könnten wir ihn hier vorne wenigstens kaputt machen. Wo willst du denn jetzt hin? Vorsicht, Micha, komm bei dir durch. Ich bin nicht entdecken.
Meine Box ist weg. Ja. Dankeschön. Unpraktisch. Ich weiß. Dreh dich mal um, du Sack. Heilung ist gleich da, Nox. Okay. Dann schieße ich einfach mal munter weiter, dankeschön. Irgendwas tangiert mich auch von hinten. Ach, zweimal EW. Kommt mal in den Kreis des Glücks zurück. Danke sehr. Au, irgendjemand schießt hier. Mhm. Ah, von da oben. Ja. Gibt's da noch einen Sniper? Ja, einer ja, ist noch. Einer ist noch hinten. So, der Dicke ist weg. So, der. Genau, der Dicke hat's nicht überlebt. Hier ist ein zweiter Dicke Dicker raus. Des Fallkreises. Oder? Nee. Ja. So. Weiß nicht, ob er rauskommt, aber. Zumindest gerade wieder eine Fetzi zerstört. Oh. Du wirst doch nicht auf unseren Heiler gehen. Oh, der kommt. Ach, nee. Ah. Warum platzt der Drecksack nicht? Jetzt platzt, jetzt platzt er. Und fliegt. Ah, platzt. Oh. Wenn wir jetzt übrigens während dieser Mission nicht so dolle auf die Chats achten können wie sonst üblich, seht es uns bitte nach. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass sowohl Spike als auch Rambo Sun als auch Sandra alle aktiv sind. Ja. Und du hast recht, ja, von der Herde trennen ist immer eine gute Idee. Das habe ich, glaube ich, gerade so im Vorbeigehen gelesen. Wusste Monsieur Eilerin. Da. Naja, lad du mal nach. Heiler weg. Melde einen toten Heiler. Schafft jetzt auch Ziel erfüllt, Bereich sichern. Sehr gut. Läuft. Easy peasy lemon squeezy. I make this shit look easy. Und nicht das Booten vergessen, Jungs. Juhu, ein Waffenset. Ich habe ungefähr 10 Milliarden Waffensets gebraucht, um die Urban umzurollen. Also nehme ich auch jedes mit, was ich jetzt bekommen kann. Hier liegt ein Erste-Hilfe-Set, was ich nicht aufnehmen kann. Dann hast du wahrscheinlich keins gebraucht. Dank unseres Super-Heilers! Ja, fantastico! The best Heiler in town. Hey Mann, voll danke und so. Ich hoffe, die Gegner wissen Bescheid, dass wir einen Heiler dabei haben, dass man auf die nicht schießen darf. Ja, das ist vielleicht Genfer sollten wir noch irgendwie weiß-rot anmalen. Und blauen Helm. Du hast gar keine Medic-Klamotten an. Wer schmeißt denn hier mit Köfferchen, mit Kästen um sich? Ich habe gerade einen Pappkarton an den Kopf gekriegt. Ja. Heiler, hast du ein Hello Kitty-Pflaster für mich? Ich glaube, ich habe eine Schramme. So, ich habe mich markiert. Vielleicht akzeptieren Sie das? Oh mein Gott, hier sind gar keine Toiletten. Ich wollte gerade noch mal pinkeln gehen, aber. So. Ich trage einen Aluhut. Ja? Also, ich stelle die Box ganz hinten auf. Ja, Michael. Ich mach die Tür auf, ja? Ja. Ja? Komm nach hinten. Ja. Denk daran, die Jungs one-shotten dich mit einem Faustschlag. Aber wir sind einfach zu gut. Die kommen gar nicht bis zu Micha. Ja. Irgendjemand schießt auf mich. Ah, dankeschön. Was war jetzt das Thema? Nee, nicht. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Ich hab mich nur um dein Wohl und deine Gesundheit gesorgt. Aber wie ich sehe, bist du schon eine große Prinzessin. Ja. Eine starke Prinzessin. Eine große, starke, männliche, bärtige Prinzessin. Michael hat einen Bart? So muss das sein. Große, ja. Starke,
männliche. Guck mal, hier ist der Ausgang. Hier passiert nichts, wenn ich draufklicke. Nein, das ist. Sind wir noch nicht fertig? Der Fahrstuhl ist kaputt. Nein, wir sind noch nicht fertig. Ach so. Ja, hier ist alles kaputt. Raflo 44 Saga, Mensch, hallo. Und vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei unserem immer noch ersten Anlauf zur Ultimate Legendary Challenge. Wenn du Fragen dazu hast, einfach rausknallen. Die Sandra, die im Chat auch aufpasst, kann ein bisschen was dazu erzählen. Box ist hinten links. Gut. Ja. Danke. Diese Sniper da oben nervt mich jetzt schon. Ja, genau wegen solcher Geschichten. Aua, aua, ich blute. Also ich blute nicht wirklich, auch mein Charakter blutet nicht, aber ich würde sicherlich bluten, wenn ich einen Headshot bekommen würde. Super, Felix. Klasse. Wenn ich mal werfen kannst, richtig. Und der Rambart ist auch da, den Namen habe ich schon mal gehört. Ja. Den Namen habe ich schon mal gehört, dankeschön. Willkommen im Team. Aber du warst ja eh schon zur Hälfte Teil des Teams, also von daher, willkommen jetzt quasi als doppeltes Vollmitglied. Jo. Los, Petsy, hol sie dir. Ah, so stelle ich mir das vor. Ich sehe zwar nicht, ob da hinten wirklich ein Feind ist, aber Michas Ratschlag mit dem roten Fadenkreuz, der ist einfach zu gut gewesen. Ja. Dann merkt man, dass das halt ein Pro vor dem Herrn ist. Deswegen bin ich auch froh, dass wir ihn bei haben. Absolut. Ich weiß auch gar nicht, wie... Meine Box ist durch, Jungs. Ja. Okay, ich bleib mal kurz unten. Ich gebe meine Decke nochmal wieder mit dabei. Was heißt denn hier Irrenhaus, Sandra? Ich habe das gelesen. Frank sagt wenigstens immer willkommen bei der Army of Darkness, was ich ganz ulkig finde. Bisschen ängstlich, bisschen seltsam, aber trotzdem irgendwie ulkig. Irrenhaus. Hier, frisch. Ich meine natürlich. Detektiere dich an Stuhlgang und segne das Zeitliche. Da ist doch schon wieder jemand durch die Gegend geflogen. Na? Petsy holt den sich. Sauber. Schöne Wurst. So irre sind die gar nicht. Das würde ich jetzt so auch wieder gar nicht sagen. Wir sind schon ziemlich bescheuert. So, wollen wir mal den Rest anlocken gehen? Ja, siehst du, so viel zum Thema bescheuert, ne? Noch nicht den Knopfknopf. Gehen wir mal die Noch Rest nicht den Knopfknopf. So. Erstmal looten wir, warten auf ein paar Cooldowns und gut, ja. Hier ist nichts mehr zu holen für mich. So. Ist die Frage, ob wir jetzt eventuell von einem Ulti von den anderen Gebrauch machen wollen. Zum Beispiel, ich könnte meinen Taktik-Link ja ziehen. Das wäre vielleicht nicht die allerblödeste Idee. Wenn du siehst, dass die Dicken in einer guten Position sind, am besten. Gut, ich stelle meine Box mal da hoch. Ja. Das ist ein schöner Ort. Also jetzt nicht für mich hier hinten, aber... So, okay. Jetzt kann man drücken, oder? Oder Micha stellt noch ja, rüber? Ja, ziemlich ein bisschen. Ja. So, ich drücke. Jo. Ja. Ja, fällt sie die lustige Landmine ist auch schon wieder unterwegs. Weiß doch mal endlich. Also aktuell sind sie noch für mich in einer guten Position, aber ich ziehe mal. Nein, finde ich auch nicht ein. Ja. Jo, Gunner Spike. Dankeschön. Noch ein Stück. Hab Spaß damit. Oh, jetzt ist er aus der Granate rausgegangen. Na toll. Brenn, du Sohn einer räudigen Straßendirne.
gleichzeitig zu kümmern. Sehr gut. Oh, die hat er noch kaputt gekriegt. Trotz Feuerio. Ja. Hat brennt, die andere Brandbombe zerstört. Tschüss. Läuft. Soweit schon. Auf jeden Fall. Genau richtig. Bald besser als gestern. Jetzt beginnt. Das stimmt. Jetzt beginnt mein. Läuft mein 777 Sekunden Cooldown. Oh mein Gott. Wollen wir einfach 777 Sekunden warten, bis der Link wieder durch ist? Nö. Es kann gar nicht besser laufen. Ich bin dabei. Muss natürlich. Das läuft besser, weil du dabei bist. Ach, Quatsch. Ich denke auch. Kann ich hier. Kann man das Geschütz hier am besten hinstellen? Oben auf die Rohre zum Beispiel oder auf die Länder oder so, wo die Dicken nicht rankommen. Genau. Du meinst halt irgendwie nicht schießen, wenn es da oben steht. Warum auch immer. Deins auch nicht. Ja. Das war dann scheinbar doch nicht so die perfekte Idee. Ja, warum auch immer, die ja nicht schießen. Warum sitzt unser Heiler in erster Linie? I don't like this shit. Das fragte ich mich auch gerade. Meine, wenn ich das bin, habe ich da ja keinen Stress mit, aber danke sehr. Box ist da. Der Patrick ist. Der Patrick, danke schön. Ja, Patrick ist viel zu wichtig. Ja. So. Ja, sind wir weg. Können es auch ein bisschen nachkommen lassen jetzt eigentlich, oder? Haben die einen Heiler? Nö, aber dann können wir sie selektiert da rausnehmen, dachte ich. Falls notwendig. Nehmen wir sie da als Gruppe raus. Die melden. Was? Die meisten sind aber Engländer. Ja, wenn sie nicht stört, dass er kein Englisch kann. Ist ja gut, ihr könnt aufhören zu schießen. Die Geschütze sind out of control. Ja, das war's schon. Der ist out of control. Warum geht ihr dann nicht auf die Brücke? Vier Hanks machen ein gestilltes Leben rum. Erstens, das ist das Wichtigste an deiner Aussage. Ich finde das wundervoll, dass du auch schon sagst, vier Hanks und nicht vier Geschütze. Das ist der eigentliche Triumph dieses Streams. Wer hat denn geschrieben? Ja, könnte man sicherlich auch. Das hat Rambo Sun geschrieben. Also. Warum nehmt ihr nicht einfach vier Hanks? Sehr schön, das scheint sich durchzusetzen. Ja, aber wir haben versucht, ein relativ ausgeglichenes Team aufzustellen mit Damage-Dealer, mit Heiler, mit Taktiker, weil wir ja in der ULC, also in dieser Special Challenge, ja nur einen mit Heilfertigkeiten haben. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das so, ist halt unser Stil. Wenn es dir nicht gefällt, geh doch weg. Nein, im Ernst. Augenblick geht sofort weiter. Muss hier kurz und schnell abkommen. Also wenn ich dabei wäre, würde es gar nicht laufen. Ach, Spike. Sag sowas nicht. Wir haben das auch mit Randoms geschafft, mit denen wir nicht mehr reden konnten. Da haben wir dann streckenweise Minuten gebraucht und wir haben gehampelt und gewunken, um die von unserem Plan in Kenntnis zu setzen und das hat trotzdem geklappt. Jetzt hätten wir schon trotzdem geschafft, natürlich. Eben. Stell mal dein Licht nicht unter einen Scheffel hier. Schemel. Blub. Sprichworte verfremden mit Nox. So. Ein paar. Micha, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du im Patrick einen Bommelmützenkumpel gefunden hast? Ihr seht so hübsch aus mit euren Bommelmützen. Rot und blau, super. Ich sollte mich doch markieren, als Heiler. Also habe ich mich markiert. Ach so. Genau, blau hin. Mir fällt doch gerade ein, also viel zu spät, wir hätten eigentlich auch irgendwie Teamklamotten anziehen müssen. Wir hätten alle weiße Hosen und pinke Jacken anziehen müssen. Das wäre... Ihr könnt ja alle noch diesen tollen Waffenskin anziehen, den ich habe. Den haben wir aber nicht. Schade, Schokolade. Könnt ihr alle den anziehen, den ich habe? Ja, hier auf dem Rücken die Regenbogen. Regenbogen Einhorn oder so. Sowas habe ich nicht. Obwohl wäre ja, na gut. Hallo, man kann mich nicht wiederbeleben. Doch, der Patrick hat das hingekriegt. Der hätte Mittel und Wege gefunden, dich wieder auf die Beine zu stellen. Und nein, Sandra, das ist kein Bug. Dieses Spiel ist 100% bug-free from day one. Genau. So. Hast du nicht mitgekriegt, dass das Spiel den Nobelpreis für die höchste Bugfreiheit in einem neuen Release bekommen hat? Können wir hier knopfen? Was? Dafür gibt es keinen Nobelpreis, sagst du? Lüge, sage ich. Ja, klar können wir knopfen. Alle Cooldowns sind durch. Wir sind fit, fröhlich, frei, fromm. Oh Gott, ich habe so furchtbare Angst.
dann geht's los. Ja. So, lustiges Töten und Sterben. Sehen, ob das hilft. Da kommt der erste Schotti auf der rechten Seite bei Micha. Mikro ein Stück ranholen. So. Oh Mann. Da ist der Heiler, in der Mitte hinten. Stellt jetzt sein erstes Kistchen auf. Der kleine Leichtsinnige hat sich hier vorne getrennt. Ich schieße, bis ich sterbe, scheiß drauf! Man könnte das verbissen nennen. Nein. Ich nenne es Ehrgeiz. Ich doch. Das hat ja geklappt, also von daher. Ja, sehr schön. Geht doch meinen Schütz nicht erdauern zu schnell kaputt. Ja, hier hocken die beiden Sniper hinten hinten links im Durchgang. Vorsicht, rot bei euch, Jungs. Ach, ist nur ein Blendikowski. Kein Stress. Ich nehme mal die Box aus dem Spiel. Jo, jetzt haben wir 30% und auf geht's. Loote, du Luder. Na also. Wofür, ach Sandra, dafür jetzt ein Aua zu geben, finde ich aber schon arsch gemein. Du hast doch die ganzen GGs vergessen. Meine Box ist jedes weg. Bereich säubern. Okay, aber ich glaube, da wir jetzt nur noch 3 Bösgewitze haben, müsste das einigermaßen hinhauen. 2 Bösgewitze. Und nicht vergessen, sobald die weg sind, kommt die nächste Welle. Ja. Ja. Ja, kommen sie schon. Ich hasse diese Geschütze. Los, Fetzi, hol dir ein paar. Ich versuche das aus dem Augenwinkel zu erkennen. Ich sehe einen neuen Follow, ich habe noch keinen Namen erkannt, aber ich sage schon mal Dankeschön, unbekannter Gönner oder unbekannte Gönnerin. Herzlich willkommen im Team. Sobald wir diesen Abschnitt überstanden haben, werde ich deinen Namen lesen und dir nochmals danken. Aber gerade bin ich zu sehr aufs Töten fixiert. Ich muss töten, böse Leute. Egal ob böse oder nicht. Gut, könnten ja auch alles nette Leute sein, ne? Oh. Klar, privat sind die bestimmt total in Ordnung, die Jungs. Ne? Wenn du die halt nicht beruflich triffst, sondern irgendwie in einem Pub auf einem Bierchen, kannst du dir nur Fußball klönen, Gott und die Welt und so. Ganz sicher. Das sind bestimmt ganz easy Leute. Ich glaube, da hüpfen gleich ein paar Dicke von oben runter. Ja. Ja, ja, das vorgehen. Aber erst mal, mal vorgehen. Einer muss vorgehen auslösen. Ich will nicht. Micha läuft schon oder was? Dann, ja, ich gehe schon. Ans Telefon oder nach vorne? Das ist sehr nett. Was für ein Telefon? Ich habe nichts gehört. Das war gar kein Telefon. Das war das Klingeln einer Idee. Das war das Klingeln unserer Freundschaft. Dann, da oben Achtung, ist was Großes. Ja, da kommt gleich schon einer da oben. Da springt er. Ja, da ist er schon. Wenn etwas groß und dick ist und auf dich schießt, heißt es, schieß zurück. Hey, guck mal, bleib doch mal stehen, du Lump. Haben die denn einen Wandertag? Ja. Tadada. Rechts rum kommt er gleich. Ich sehe seine Schulter. Von vorne kommt jetzt noch ein Granatenhannes. Zwei Granaten. Da steht auch einer. Ja, da kommt er. Den Typ von rechts kriegen wir jetzt weg. Das stimmt nicht mit ihm. Der ist aber so schnell, ne? Was stimmt nicht mit ihm?
Speed. Das ist eindeutig Speed. Nee, ich finde mich als Erklärung auch ganz gut. Die pure Angst. Ich glaube, ich spiele den Stürmer demnächst nur noch mit Fetzi und der Befestigung. Ich sehe nicht mal genau, auf welchen Teil ich von ihm schieße, aber Schaden voll tot. Micha sagt, dann sollte ich schießen. Also tue ich das. Ja, hilft. Ab und zu ist mal eine rote Zahl dabei, also muss irgendwo sein Kopf in der Nähe sein. Das ist nicht so schlecht. Ja, die Schadenzahlen sind gut. Schade, dass es hier keine Zeitbegrenzung gibt, die würden wir auch reißen. Frage mich, warum wir nicht abwarten gespielt haben. Zeitbegrenzung. Gestern hatten wir es doch in einer halben Stunde. Den ersten Hof. Nicht mal den. Was macht der denn da in der Ecke? Er tanzt irgendwie. Ich glaube, er gibt Tanzschritte hinter der Ecke. Ja, der muss genau gesehen. Der muss mal pinkeln. Oh, ich muss jetzt mal kurz. Ich habe versprochen, jemandem zu danken. Ulisse 98. Das ist dein persönliches Dankeschön. Vielen Dank. Haben wir heute Wandertag. Danke sehr. Richtig. Kann man bei euch etwas spenden? Ja, du kannst dich mittlerweile sogar subscriben, Spike. Das ist, du kannst spenden und subscriben. Ja, das geht bei uns jetzt. Bad ja. Aim, ha. Danke. Lol, no aim. Bitteschön, wenn dann Potato Aim, ja? Wenn ihr euch schon lustig macht, dann auch bitte mit den korrekten Begriffen. Macht das Sinn zu fragen? Hä? Nee. Genau, Micha. Genau. Außerdem stehen wir da drüber. Da stehen wir komplett drüber. Euer Spott ist nur unsere Anfeuerung. So, ich stehe hier an so einem Knöpfchen. Kann ich? Ja, 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 da passiert nichts. Muss da passiert ich? Nichts. Ja. Nein, du musst nicht. Also du kannst. Ich glaube, hier passiert ja. Fertigkeitenerholung. Nö, hier passiert doch gar nichts. Ja, natürlich nicht. Nee. Ich wollte Micha nur Angst machen. Hast du geschafft. Jetzt passiert was. Ah, ich freue mich schon auf den Countdown. Okay, ich stelle meine Box hier hinten raus. Ja. Haben Sie, ich hab die am liebsten mal hier unter die Treppe dann nicht schmissen. Falls sie raus hier rankommen. Ah ja, okay. Ja, zu spät. Egal. Du möchtest doch bestimmt gerne. Aua, mir eine vom Raten. Ich wollte eigentlich sagen, sterben. Was ist denn Schütze da? Ich wusste, dass das passieren würde. Links steht einer auf dem Weg zu uns rauf, glaube ich. Oh, du bist ja schon tot. Da konnte keiner mit rechnen. Ah, oh, da nicht für Spike. Immer schön weiter lustig machen. Ihr sollt ja auch Spaß haben. Genau. Immer und, drauf. Und wir wissen, dass wir bekloppt sind, also. Genau, die blöden alten Streamer haben es verdient. Oh, tschüss. Hat das schon. Ja, oben hocken so einige Schweine. Das ist vielleicht die falsche Waffe für diese Entfernung. Irgendwas läuft feige nach unten weg. Könnte einer von uns sein? Warum denn? Sorry. Hau drauf, Mann. Wir können das vertragen. Wir können austeilen, wir können auch einstecken. Alles andere wäre langweilig. Hier auf meiner Seite. Von links kommen jetzt gleich Schottis an die Rand, wenn sie aufhört haben zu brennen. Okay. Ich glaube, da kam nicht so viel an. Doch, jetzt kommt noch einer. Ja, die anderen. Ja. Box ist weg. Dort, die ist auch. Ja.
In der Mitte kommt gerade einer hochgeklettert. Aua. Gut, dass die Granaten eigentlich auf der Deckung drücken, bevor sie anschlagen. Mitte. Ja. Ups. Ich hab dich gerecht, Micha. Ich hab dich gerecht. Ich habe dich blutig gerecht. Oh. Entweder klettert er zurück oder. Ja. Ja, wir sind schon dabei. Wir krabbeln zurück. Wir sind auf dem Weg zurück. Danke sehr. Oder? Ach, was würden wir unsere Heiler tun? Kann ich gleich mal nachladen? Ein bisschen durchatmen. Defi habe ich zu dir rübergeschossen, Micha. Nachladen. Ja, der funktioniert nicht immer. Ja. Der Micha ist auch so ein. Micha ist auch so ein Typ, der manchmal über den Sachen steht. Dankeschön. War ja nicht eben noch ein Dicker in der Mitte? Habt ihr den schon zerlegt? Der hat nicht lange gemacht. Was ich Granaten? Der hatte Feierabend. Ja. Der Micha ist einfach ein Granatentyp. Na. Na gut, auch LMBs müssen sich an Arbeitsschutzgesetze halten. Ja. Außerdem war das gar kein wirkliches Aua. Das war eher so ein. Autsch, ich räche Micha. Das war ein. Ich weiß nicht genau, was es war, aber. Kannst du nicht mal das in Schutz stellen? Steht das so blöd? Kannst du von hier aus machen, wo ich bin. Kannst du ganz gut die Schutz schmeißen auf die Länder immer. Weil meins behagt hier die ganze Zeit den Dicken. Ja, ich auch. Das geht dann gerade ganz gut. Ups. Korrigiere. Stand. Warum ups, Felix? Weil der. Alles gut? Ja, nö, aber bei dem im LMB nicht. Den hat's hochgerissen. Ach so. Und ungefähr mit der Hüfte aufs Zylinder geschlagen. Denk mir, das schmerzt. Ah, das tut weh. Du denkst wohl auf blindes Feuer, rette dich. Ha! Trugschluss. Trugschluss! Oh, geil, lila Loot. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Da kommt gleich schon der witzige Part, hä, Jungs? Ja. Geht gleich los. Der Countdown beginnt, sobald Micha diesen Kill hat. Naja, erstmal andersrum. Sofortige Hilfe. Im letzten Moment hat er nicht. Defi funktioniert wieder super. Ja. Dafür habe ich den Jungen auch geht. Dankeschön. Für dich immer, mein Freund. So, auf geht's. Ich renne auch voran und fang den Gasexplosion für euch ein hier. Dampf. Gar nicht, wir müssen weil der Micha das ja mit uns noch nicht gespielt hat, der Plan ist, wir schießen uns den Weg in die Mitte frei und postieren uns da oben. Ich muss erstmal gucken, dass ich hinterherkomme. Dankeschön. So. Ich platziere hier die Box jetzt noch nicht. Wo bist du? Ach, da bist du. Direkt hinter euch? Ja. Sind wir alle vollständig? Dann gehen wir nach oben, oder? Ja. Ab in die Mitte, Jungs. So, ich hab schon mal eine Kugel in die Mitte geworfen. Gut. Sieht easy aus. Kein Mensch hier. Ja. Gesundheit. Mamas Gesundheit ist die beste Gesundheit. Dankeschön. Hinter uns auf der Balustrade ist noch einer. Danke, Sandra. Ich hab das gesehen. Oh ja, ich komm. Kommt ihr damit klar? Schauen wir mal. Stirb, Heiler, stirb. Den Scheiß wollen wir nicht. Ja.
Alles klar bei euch? Jo. Ich denk mal, der ist jetzt weg, ja. Jo, hab ich gesehen. Jo. Agentlich marschiert gerade unten lang. Ich sehe überhaupt nichts. Meinst du, das ist ein guter Ort? Ich frag nur mal nach, also sieht doof aus. So, gut. Ventile, geh nach rechts vorne. Zu den drei Dünnen. Nach unten. Ja. Und noch nicht drehen. Schauen wir, dass wir. Ne, Micha? Ja. Was? Erst hinlaufen, ja, und hinlaufen und aber was, noch nicht was drehen. Denn, wo ich bleibe in der Mitte. Drehen wir eigentlich? Ich bin da. Ich geh das hier an das hier, ja, rechts. Du gehst da hinten. Hoch, ja. Micha. Genau. Ja, ja, ich bin. Genau. Überlegen. Und dann gleichzeitig drehen. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ich stehe da. Ich bin da. 3, 2, 1, los. 2, 3. Jo. 3 von 3. Und alle wieder in die Mitte. Wo kommen sie? Ah, zuerst da unten. Zuerst die unteren. Ach so. Zuerst die unteren. Oh. Dachte, ja. Die Micha-Tür geht auf. Nee, Felix war wohl eine Spur schneller. Da kommt ein Techniker. Ja, Box steht gleich wieder. Alles gut, noch kommen wir klar. Worum seht ihr nicht? Sind die alle unter uns oder was? Ja, ja. Da unten kommen sie. Jo, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie alle hoch. Wollen sie doch. Okay, ich muss nur hier zurück, sonst ist meine Flanke ein bisschen ungedeckt. Nimm das. Ihr braucht auch keine Deckung, oder? Ihr seid zu cool für Deckung. Ja, die Gegner, oder? Ja. Lass sie doch, wenn sie nicht wollen. Wollen ja niemand zu seinem Glück zwingen. Ich bin aus Stahl. Was habe ich wieder was verpasst? Oh Gott. Ein Follow, dankeschön. Dankeschön, alle noch gesund, Follow. Ich werde deinen Namen recherchieren. Ja. Uns geht's soweit ganz gut. Vielen Dank, Herr Heiler. Jodo, alle klar. Mann, jetzt ist der einfach in den Weg gelaufen, habe ich versehentlich den Falschen erschossen. Oh. Tragisch, oder? Ja. Irgendwas behakt mich von der Seite. So, noch zwei. Was? So, unten? Der eine ja, noch. Ne? Ja. Ja, da unten ist er. Nicht mehr lange. Weg ist er. Jetzt kommen sie da unten. Mhm. Ihr sollt nicht laufen, ihr sollt rennen. Box ist weg. Ja. Nimm das. Dann nehme ich halt dich, wenn du offen da rumstehst. Einer nach links marschiert. Ja, zwei sind noch. Einer ist noch unten. Der ist gleich weg, der ist weg. Einer ist hinten. Da ist noch der gelber. Sehr gut, ist auch weg. Werde von vorne. Shotgunner, Vorsicht. Ach Mist. Ich komme hier nicht raus. Dankeschön, Schutzlinge. Das war eine gute Idee. Ja. Ist der Shotgunner noch da? Hinter uns, hinter uns kommt einer, einer. Ist hinter euch? Ja. Happen. Ja. Gut, Granatenspacko in der Mitte vorne. Irgendwas beschießt mich von der Seite. Ah, da rechts ist noch einer, okay. Muss ich leider erstmal töten. Das war ein faires Geschäft. Zwei Follower
Oh Gott, beiden Dankeschön. Ach, meine Box ist weg. Sobald wir Zeit haben. Ich glaube, ich bin hektisch hier, aber danke schön, dass ihr da seid. Gut, dass die Sandra aufpasst. Oh, vergessen nachzudenken. Oh, shit. Feine Herr Heiler hat ein Kistchen aufgestellt. Wo ist denn der feine Herr Heiler? Da unten, ne? Brennt er friedlich vor sich hin. Heiler ist links unten an der Treppe. Rausnehmen, gut. Sehr schön, Jungs. Granatenkollege. Ja. Hau dich raus, mein Freund. Ich bin gejumpt. Der ist schon wieder weg. Okay. Weg. Oh, hier ist einer an der Treppe. Der ist weg. Ja, ist weg. Jetzt ist nur noch der feine Herr da hinten unterwegs, oder? Tschüss. Ja, jawohl. Sehr gut. Hauptventil bedienen, 1,33 noch. Ja, ja, kann ich mit leben. Wir haben es schon schneller geschafft, aber... Ja. Okay. Erstmal hier Zeugen sammeln. Ja. Durchatmen. Ja. Luke, hey. Trixel, dankeschön. Bilbo's Welt, dankeschön. Lightning Beta, dankeschön. Legendäre Dank, Mission, da sieht man noch lila Loot gerne. Tief durchatmen und immer noch keine Einsatzleistung. Ah, diese scheiß Mission lohnt sich einfach nicht mehr. Hey, hallo. Dankeschön also, für eure Verlust, Leute. Also noch bin ich schön entspannt. Ne? Lief nicht so verkehrt bisher. Jo. Aber das liegt, weil halt Micha dabei ist. Ja. Ach, hör doch auf. Was soll schief laufen, wenn der Micha dabei ist? Super, ich hab wieder 5. Jetzt fühle ich mich wieder gesund. Sonst wäre ich hier auf keinen Fall so tiefenentspannt. Ja. Jetzt mit irgendwem anders dabei. Stellt euch zum Beispiel einen zweiten Nox vor, das wäre eine Katastrophe. Oder hätte ich schon längst gemutet alle. Aber hallo, vor allem würden wir ständig nur Insta reinkrepieren. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Wahrscheinlich, richtig, weil der zweite dann. Das Lootfest hier. Der eine redet dann die ganze Zeit und der andere singt die ganze Zeit. Dankeschön, der muss sein. Wenn du ein Ausrufezeichen davor setzt, wird es sogar gecountet. Kostet dich aber Patronen. Na klar. Hier war doch was. Das ist wie das echte Leben, das kostet auch Patronen. Okay, solange wir noch eins haben, gehe ich mal kurz. Pipi? Er geht kurz für kleine Eiler. Er geht pipi für kleine Eiler. Du musst eine Box nachfüllen. Ja. Was? Ich hoffe nicht, dass er Pipi in seiner Box hat. Oder willst du uns damit andeuten, dass er uns mit Pipi heilt? Wenn es hilft, ist egal. Interessiert ja, mich stimmt. Nicht. Hauptsache, es hilft. Er hat festgestellt, dass die Eigenurinbehandlung bei ihm so hervorragend angeschlagen hat, dass er das mal als Fremdurinbehandlung sich hat patentieren lassen. Und siehe da... Läuft. Hä? Heilt sogar Kopfschüsse. Ja. Bei Quallen funktioniert's. Ja, bei Quallen funktioniert's. Und im Endeffekt sind diese LMBs nichts weiter als Quallen. Und ihre Kugeln nur nervige Stiche. Ja, er will ja nicht die Quallen heilen. Quallen, Stiche, die Quallen. Gut, Kann ich. Kannst du was? Micha? Kann ich Knopf? Micha? Warte, Micha? Ja, du kannst Knopf. Ja, unsere Strategie, wir gehen jetzt erst da oben rein, haben dann ein paar Idioten vor der Nase, die wir was da oben wieder machen. Ja, hier in also, den nächsten da Raum. Geht's ja dann die Treppe rauf und dann geht hoch. Vor, ich folge euch. Gut. Ja, weil, wichtig, wir ballern erst die Idioten nieder, die da oben stehen und wenn die Bosse kommen, rennen wir hier zurück und nehmen die dann hier auseinander. Das heißt, wir locken die dann an und laufen zurück. Also wunder dich nicht, wenn wir wegrennen, dann rennen am besten aber, mit uns. Aber wie sagen sie ihnen? Das ist dann... Wir melden uns dann nochmal. Genau. Das hat nämlich der, das konnten wir dem Random leider nicht sagen gestern und das war dann ein bisschen doof. Dann standen wir da hinten und haben gewartet, dass er beikommt. Waffenfeuerwerk. Ich sehe überhaupt nichts. Nichts? Nichts. Mal sehen, ob sie da oben überlebt. Sieht gut aus, wenn wir keinen Scharfschützen hier haben, müsste eigentlich, oder? Au.
Einsatzleistung. Ach, ich habe alles, was ich wollte. Tschüss, Idioten. Zack, Spiel verlassen. Ja. Geht mit dem, mit der Herausforderung weiter. Auf der rechten Seite? Rechte. Los, Fetzen, die holen wir dir. Ah, ich hab mal keine Fetzen. Verdammt. Okay, mein Heal geht nicht mehr. Was geht nicht mehr? Jetzt wird Oberzeit für einen Fertigkeiten-Bug. Ja, meine Heilung hat nicht mehr funktioniert. Aber ich bin wieder vorbei. Ja. Sehr beruhigend. Nein, nicht verstecken, dann können wir dich nicht erschießen. Mann, denk doch mal mit. Okay, nächste Welle. Wurst. Das ist die nächste Welle. Wir werden eine Flammengranate darin werfen und dann bin ich schon wieder weg. Das klingt fair. Ich leg noch eine Fetzi oben drauf. Ja, ich auch. Da hat gerade einer fliegen gelernt. Shotgunner kommen von der linken Seite zu euch. Oh, einer will sich mit mir verbrüdern hier. Nein, das schafft er nicht. Ich mach den kalt. Weg. Links rum, links. Ja, ist der hier. Na, ist gleich weg. Sehr gut. In der Mitte steht jetzt noch einer, recht lang. Links kommt noch einer, Achtung. Ich mach den in der Mitte weg. Links sehe ich. Ist rechts gut? Ja, rechts kommt ein Dicker langsam rum. Aber lass dir erstmal den links wegnehmen, der will nicht wieder hoch zu uns. Da kommt er schon. Ah, dieser verdammte Turner. Dankeschön. Kommt mit den Dicken auch weg. Da kommt noch ein Dicker. Und jetzt sind wir in der Mitte rum, ne? Ja. Ja, meine Box ist weg. Ja. Jetzt habe ich den Dicken nicht mehr kaputt gekriegt, weil der andere zwischendurch gelaufen ist und ein paar Kugeln für ihn abgefangen hat. So weit sind die schon. Ich opfere mich für dich. Er hat nichts gebracht, ihr sterbt beide. Wir bringen euch so lange um, bis ihr tot seid. Wir können gar nichts. Hindert uns aber nicht daran, nicht zu sterben. Hat er das gesagt? Freund, ja? Ihr könnt auch gar nichts, hat er gesagt. Wenn er wenigstens irgendwas Zeitgemäßes sagen würde, wie voll der Potato Aim, das fände ich sehr witzig. Ihr No-Skiller! So, der ist weg. Ja. Jo. Eine Welle noch, ne? Ja. Ja, da kommen sie. Hey Jungs, willkommen im Verderben. Ach, jetzt kommt er nochmal da hinten aus dem Raum raus, ne? Ich hab sie schon ein bisschen gekitzelt. Super. Das ist voll nett von dir. Wo wollen sie denn jetzt hin? Bleiben sie da oder? Okay. Nee, die kommen schon. Was brennt, schießt nicht. Alte Weisheit. Du bist jetzt extra nach hier vorne gekommen, um mich zu heilen? Ja, mit dem Medikit. Voll nett von dir. Ja, er ist ja auch der Doktor. Viel besser als Dr. House. Vor allem brauchst du auch keine langen Diagnosen anstellen. Und viel netter. Ah, ja.
Juhu, dankeschön. Wieder Medikit gespart. Ich meine natürlich, ich hab gezogen, es kam einfach nicht. Mann. Wie konnte das passieren? Wie unerklärlich, das ist mir noch nie passiert in all den Jahren, die ich dieses Spiel schon spiele. Und den vielen Stunden, die ich es schon streame. Noch nie ist etwas derartiges passiert. Sag lieber ganz selten. Klingt nie. Wahrscheinlicher. So. Ich sehe ja, die Hosen werden immer weiter vor lauter wenig Medikits. Eigentlich hätte ich auch ein Medi-Minus verdient, Sandra. Geh mal gucken, wo noch einer ist, Fetzi. Na, ist da hinten jemand? Ja, da ist noch jemand. Wenn der tot ist, Rückzug. Ja. Ah ne, wir müssen erst noch die anschließen, damit der doch seinen Koffer stellt. Okay, kaputt. Ja stimmt, wir müssen sie anschießen und dann rennen wir wie kleine feige Schulmädchen weg. Sobald der Doktor seinen Koffer gestellt hat. Aber Micha, komm lieber ein Stück zurück. Das ist echt gefährlich da vorne. Wir können die auch von hier hinten anschießen. Los, Doktor, stell deinen Koffer. Jetzt hat er nicht mehr. Ja, also, hat er gestellt. Und Abmarsch. Nochmal Munition greifen, wenn ihr braucht. 513 Schuss mehr sind nicht so schlecht. Die nicht mit. Ja. So. Ein Köfferchen werde ich wieder hier parken. Irgendwo. Oder wische ich alle? Ja, hier wische ich alle. Hoffentlich auch den Micha. Nicht, dass ihm da vorne was passiert. Ich sehe den Micha, komm mal noch weiter zurück, sonst kommen die nicht raus da. Oder geh noch mal hin und tipp ihn freundlich auf die Schulter und sag ihn, hey, sieh da vorne, der Medik kommt schon. Der Medik kommt schon. Pass auf, Micha. Höhlen vorsichtig. Wo macht Micha? Fetzi findet schon mal jemanden. Wo ist der Fetzi? Ja, kommt gleich zwei an. Was schreibt die Sandra da? Lieutenant Sandra. Danke, Visaroute 095. Oh, ein Follow, Mann. Dankeschön. Ach, Sandra, danke fürs Aufpassen. Danke fürs Followen. Herzlich willkommen im Stream-Team. Dankeschön. Und du da, herzlich willkommen in deiner persönlichen Hölle. Ja. Oh, der Dicke kommt. Ich glaube, der kommt zu uns hoch. Ja, der kommt zu uns hoch. Geh weg. Scheiße. Gott sei Dank, er geht wieder. Ist der Dritte auch noch da? Jetzt wollen sie es aber wissen. Ja. Nee, geh mal weg. Ich mag das nicht. Ich werde nicht gerne erschossen, das stinkt. Gehen wir doch mal den Frisk aufs Korn, oder? Oh, Frisk ist weg. Sehr gut, Micha. Schönes Teamwork. Ich komme jetzt zeitlich gut an den Captain ran. Das Gebiet abregeln, sagt er. Was ist der Agent? Die Kessel. So sehe ich. Gehackt. Hol die Sieger, meine ich. Wolltest du dir da gerade? Hab... Wow. Scheiße. Micha, wenn du kannst, lauf rum und versuch uns wieder zu beleben. Und die Heiler auf jeden Fall. Dann zieh ich den Link. Ja, wo seid ihr? In der Mitte oben auf dem Boden. Oben, alle oben. Warte, ich. Ach du Scheiße. Oh. Nein, ich bin nicht hingekommen. Ach, fuck, das lief so schön. Diese eine gehackte Sieger, mein. Warum hast du auch so einen fiesen hohen Skillpower, Felix? Ja. Und außerdem hat die falsche Taste erwischt. Ich wollte es zerstören, hab aber meine Schütze zerstört.
und habe nicht mitgekriegt, dass die Kompass da bestand. Wie im echten Leben. Menschliches Versagen. Ja. Sorry, tut mir leid. Ach, schon nicht so wild. Da siehst du mal, wie fies deine fucking Minen reinhauen. Stehen drei Leute auf dem Haufen, Mine kommt um die Ecke. Alle weg. Wollen wir mal komplett von vorne anfangen? Nein. Nein, es gab hier einen Checkpoint. Hier an der Stelle. Nein, wegen eurer... Ja, ich meine für die Challenge. Genau, für die Challenge. Nee. Irgendwas hast du im Vorlesen in einem Zug, oder? Ohne zu sterben oder so, das oder? Das war die alleine. Times Square Stromrelais musst du alleine durchspielen, ohne zu sterben. Weil die Mission zu einfach ist. Links kommt wieder einer. Oh, Nox. Krieg hier ordentlich aufs Maul und muss mal genau nach hinten kommen. Funktioniert der Defi? Ja. War ja klar. Doch. Das war die Box jetzt. Bist du dir sicher? Ja. Ja, stimmt. Ja, langsam. Box steht unter der Treppe. War ja langsam. Sandra sagt auch nein. Sandra ist unser anwaltlicher Beistand. Was ist das hier? Vorne ist wieder einigermaßen sauber. Nur noch der eine da vor Kopf. Der ist auch weg. Nee, ist nicht. Das war der letzte Boss eben, oder? Ja, das war der allerletzte Gegner. Ja, zwei waren noch, ne? Nö, oder? Nee, zwei waren noch. Nee. Nur der Agent, glaube ich. Nee, es waren noch zwei. Glaub, vier sind. Nur noch der. Ja. Nee, wir haben alle gelegt. Einen Agenten, zwei Sanitäter und einen Dicken. Einen Sanitäter und einen Dicken haben wir weggemacht. Genau, es waren zwei noch übrig. Ach so, okay, dann. Dann okay, der eine, doppelte, der unten stand noch. Ich hab gedacht, wir hätten alle weggehabt. Jo, spring da runter, wenn's dir Freude macht. Marki, auch dir ein Dankeschön. Dein Follow habe ich bemerkt. Bei den anderen hat's ein bisschen gedauert. Dankeschön, mein Lieber. Herzlich willkommen. Spaß. Kannst du es auch ein bisschen beim Verrecken zugucken. Wir waren auch so blöd, dass wir die anderen Ultis so wenig verwendet haben. Die können wir ja ruhig ein bisschen... Ich meine, wir haben jetzt noch... drei weitere Ultis, die wir eigentlich bedenkenlos dann einsetzen können bei den Bossen. Ich will nicht noch ein Medikit nehmen. Ich habe nur noch vier. Gott, tut doch jemand was. Ich blute. Ich habe nur noch drei. In dem Medikit? Das ist doch zu bluten. Ja, aber ich hab nur noch vier. Box steht schon wieder. Shotties kommt von links. Ich wollte schön weggeholt. Sehr schön. Sehr schön. Irgendwo da hinten sitzt du doch. Na gut, da komme ich nicht hin. Dieser blöde Sniper da hinten nervt. Ja, rechts ist was? Ich bin schon drauf gewesen. Ich hab gedacht, ich schieß einfach mal weiter. Oh, kommt ein Dicker. Schön mit Salto Mortale gegen den Generator gesprungen. Epic Gameplay. Was ist denn der? Du hast die Wäsche aufgehängt. Ja, wir hatten noch zwei Bosse übrig und dann hat der Agent Felix Seekermine gehackt. Er wollte sie zerstören, hat versehentlich sein Geschütz zerstört und dann... Naja, hat uns diese Seekermine alle kaputt gemacht. Aus dem Leben getreten. Nein, nur euch. Ja, Micha. Na gut, der Micha, gut, nur drei Stückchen hat sie mit einem Schlag gelegt. Gut, natürlich mal ein bisschen hier hinten. Ich bin gestorben, als ich euch retten wollte. So war die richtige Geschichte. So. Ich wollte es ein bisschen kürzer fassen. Ich meine,
Der arme Junge hat die Wäsche aufgehangen, er muss ja auch mal ein bisschen Mitleid bekommen. Nee, wir müssen ja nicht zu Tode nerven mit den ganzen langweiligen Geschichten, wie wir gestorben sind. Oh. Was ist los? Hat der Granate ganz rausgeschossen, der Kollege. Warum tut er sowas? Das weiß ich nicht. Ach, da unten ist immer noch der Dicker und oben ist noch der Scharfschütze, ne? Ja. Ja. Ich würde sagen, du müsstest doch eigentlich brennen. Warum läufst du noch so easy peasy durch die Gegend? Der Scharfschütze ist weg. Jo, gerade sehr schön, vielen Dank. Er nimmt mit jedem von uns auf, hat er gesagt. Ob er das auch noch ohne sein Schild sagt? Mal schauen. Na dann, gleiches Spiel wie eben. Genau, auf geht's. Diesmal lassen wir das mit dem Sterben vielleicht weg, oder? Das wäre so ein guter Plan. Ja, können wir mal versuchen, ob es dann besser läuft, ja. Ja, armen Buben. Ja. Ja, ja, ja. Ich bin ja, also ganz klar ist die unglaubliche Fertigkeitenstärke von Felix einfach schuld daran. Konnte ja keiner damit rechnen, dass ein Flieger mal gleich drei Typen. Also ich meine. Ja. Das lief gut. Die funktioniert. Ja, der Mann ist einfach zu stark. Ja, die funktioniert. Der Mann ist einfach zu stark. Wollen wir gleich in die Mitte gehen? Ja, ne? Das glaube ich nur eine Stüberette. Schmeiß mal eine Kugel nach oben. Weg ist er. Ja, ist weg. Ach, hier liegt der Bosshut rum oder sowas, ne? Ja, ja. Den hat jemand da hingelegt, als er gestorben ist. Sehr schön. Hey. Sunny kommt hoch. Was, wo? Direkt. Ah, da. In der Treppe ist er. Weg. Was schießt denn da so von links an mich ran? Ja. Wo ist eine andere da unten? Wir haben echt wieder Wandertag. Ja. Ich hab denen schon so oft gesagt, die sind viel leichter zu töten, wenn sie nicht so hektisch durch die Gegend rennen. Ach, schade, es war zu spät. Er macht jetzt einmal die Runde, glaube ich. Ach, kritischer Treffer auf den Ellenbogen. Muss man auch erstmal schauen. Einer muss noch. Ja, unter uns. Einer ist noch, ja. Ja, der ist hier hinten bei mir dann wahrscheinlich, der eine noch. Mein Gott, stirb schon endlich, denk doch mal an die Zeit, Junge. Geht doch. Ach, da unten ist noch einer. Na hier. Ja. Oh, ein Medikit. So, ich geh wieder nach vorne unten. Gut, ich geh in dasselbe, wo ich eben auch war. Felix zählt runter, ich bin da. Ich bin 3, 2, 1, los. Läuft, abmachen. Kommen wir wieder unten? Gut. Ihr solltet doch brennen, Freunde.
sehe hier gar nichts. Oh, schön, im Duett gesprungen. Ach, ihr seid Künstler. Wahre Künstler. Nee, Geschütze mögen wir nicht. Das müssen sie dich leider erschießen. Und du bezahlst die Strafe mit für deinen Freund. So. Haben wir noch was? Drüben wieder. Ja. Drei Stück da drüben. Box ist durch. Okay, einer direkt vor der Front. Rennt jetzt auch wieder nach hinten. Eine brennende Rolle, Mann, die haben's raus. Aber sowas von. Einer noch? Jo, da unten. Komm grad die Treppe hoch. Mach deinen Dreckskopf hoch. Ah, okay. Alter, drüben ist auch noch, ne? Ja. Ne, das war er, oder? Von der Seite? Die ja, das war's, ja. Raus. Oh, lass mich hier weg! Ich will nicht am vorderster Front stehen. Somit haben wir wenigstens bewiesen, also wenn wir das jetzt schaffen sollten. Was haben wir bewiesen? Dass wir das auch nochmal, dass wir es auch nochmal schaffen, dass das kein Zufall war, dass wir eben so gut durchgekommen sind. Das heißt so gut. Ne. Wir haben es auch schon mal schneller geschafft. Eine Minute 30 übrig war eigentlich schon ziemlich langsam für unsere Verhältnisse. Ja. Wir haben es auch Zeit gelassen. Ist ja ein chilliger Sonntagnachmittag. Ja, weil Michael ja seine Ruhe halt heute haben wollte. Ja. Ich versteck mich, ich will nicht rauskommen. Ich schick mal jemanden zu ihm hinter. Gut, das war jetzt mit Granaten und beschießen und alles und... Die sind schon mal weg. Das finde ich sehr löblich. Vielen Dank. Aua, achso, die Granate. Die einen nicht aus der Deckung drückt, bevor der Schaden kommt. Box ist weg. Ja, komm, Heiler war noch da. Nachweisen. Muss ich mal sagen. Wirf doch das Scheißding, dann steht er da bekloppt rum, dankeschön. Danke. Und wieder gelegt. Jetzt zieht das voll absichtlich die Länge. Kevin 12 hat das schon mit 8 durchgespielt. Ja, genau. Ja, das ist sehr fast. Ja. Heiler ist jetzt unten auf der Treppe. Ah, jetzt geht er wieder hoch, schade. Box ist weg. Super, genau. Ja, Box ist auch weg. Aber ich krieg einfach noch hin. Na, Nox. Könnte jetzt dieser Heiler einfach mal sterben? Würde mich sehr beruhigen. So, der Heiler ist weg. Wo ist jetzt der andere Dödel? Der ist noch da hinten marschiert wieder, oder? Ist der? Ja. Hinten, unten? Ich sehe ihn nicht. Einer ist noch. Hängt in der Ecke. Einer ist bei mir eben auch noch. Der brennt gleich. Oder auch nicht. Ist der Typ? Bei Micha. Direkt da unten.
Nee, hier unten, bei mir ist auch noch einer. Mehr einen Schritt hinter. Hinter dir ist Heilung. Ja, danke. Oh, jetzt haben wir kurz geschossen. 1,33. Ja, wieder so wie eben. Ja. Splittergranate nochmal eingesammelt, den geilen lila Loot nicht vergessen. Kevin 12 hatte schon mit 8 durchgespielt. Du hast die Dauer vergessen. Kevin hat nur 8 Minuten gebraucht für das komplette Level, als er 8 war. Deswegen kann er sich das so gut merken, weil das so convenient ist. Als Kevin 9 wurde, hat er dann sein eigenes Spiel entwickelt und hat das auch in 8 Minuten durchgespielt. Oh. Oben liegt noch irgendwas Grünes. Roffel 9 WTF. Na komm, ich geh hier rauf. Sache, da liegt was Grünes. Also ich wollte mal drüber gehen. Und noch was Güldenes. Oh, was ein Lootfest. Achso, das war das von den Bossen, oder? Ja, muss ja, ne? Von den Bossen war es hier oben, ja? Da wo du jetzt gerade bist, ja, genau. Weil sie ja hierher. Ich war gerade ganz irritiert. Aber ja, da kamen die Jungs her. So. Ach, ich freue mich schon auf die neue Munition. Hören wir? Was? Sind wir bereit? Gibt es neue Munition? Ja. Irgendwie so besondere Munition oder so? Nein, ich meinte nur frische Munition, dass ich wieder mehr zum Verschießen habe. Je mehr Muni ich habe, desto weniger muss ich treffen. Frische Munition? Die alte stinkt schon. Ja, nam. Die alte riecht schon. Munition. Ja, die ist ein bisschen angegammelt. Ah, und Felix slidet darauf. Cooler Move, Mann. Ja. Dezenter kleiner Bug. Nein, das ist natürlich kein Bug. Nee, den mach ich mit Absicht. This is not a bug. Da gibt's eine Tastenkombination für. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, das war alles, was du meinst. Achso, Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass es per Tasten funktioniert. Funktioniert auch per Tastendruck. Ich sehe nichts, das brennt so viel. Ich weigere mich zu schießen, wenn so viel brennt. Ich möchte gerne sehen, worauf ich schieße. Ah, verschossen. Ja, kein Problem. Ich dachte, du wolltest eventuell zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades einfach die Gegner mal heilen. Aber ich hoffe, unser Heiler hat sich gegen uns verschworen. Ach, oh mein Gott. Sie haben Patrick gehackt. Ach du Scheiße. Auch blitzen sehen. Sie haben Patrick und die Seeker mein gehackt. Wir sind sowas von im Arsch. Ein Granatenbündel noch. Das nicht mehr. Puff. Doppelt. Der hat sich hingelegt. Ja, da oben rennen sie schon wieder. Der kleine süße Kuschelmuschel. Ah, ich komme hier nicht weg. Scheiße, jetzt muss mich jemand aufheben. Wo bist du? Kein Problem, bin dabei. Ich bei dir. Dankeschön. Ich bin hier hängen geblieben. Autsch. Ach, das steht hier neben mir. Dankeschön. Da war so ein... Ja, Schotti. Nimm das. Dafür, dass du meinen Freund und mir wehgetan hast. Das ist unser Heilkreis. Verprügel dich.
Meine Box steht ziemlich ungünstig jetzt da drin. Ja, das stimmt. Aber das war ja auch ein Notfall. Richtig, ja. Die hält? Hast schon. Sie verteidigen sie, oder? Sie heilt ja mich. Das ist doch auch verteidigen wir. Können die zwei jetzt ja auch einfach leben lassen und du zerstörst sie jetzt und dann warten wir den Cooldown ab und dann kannst du wieder richtig frustrieren. Weil die zwei sind jetzt, glaube ich, keine große Gefahr im Moment. Dann spielen wir jetzt ein bisschen mit denen und du sagst einfach, wenn du... Ja, dann gibst du ihm außerdem noch deine Befestigung, dann geht ja die Zeit eh schneller noch. Ja, kommt gleich. Er hat ja schon den Koffer schon wieder. Mal schauen, haben wir schon. Achso, ja stimmt, steht er schon wieder. War gerade so aus. So schnell sind 17 Sekunden vorbei. Das ist unglaublich. 17 Sekunden der Freude. Sind nur 14. Oder 14. So, jetzt. Nochmal, dann hau ich wieder ab. Ja. Was wollt ihr denn alle von mir? Tut mir nichts. Oh. Ach so, war nur so einer. Na dann. Ganz schön sehr. Trotzdem hier weg. Komm mal ins Reich der gesunden Glückseligkeit hier vorne. Ah, viel besser. Achtung, von links kommt einer. Achtung, von links geht einer. Achtung, von links brennt einer. Treffen wir schon besser, dann stirbt er auch schneller. Ja. So, rechts müssen wir auch. Also, Box ist weg, kommen. Jungs. Ich beschäftige ihn auf der rechten Seite. Der geht auch wieder. Kommt er wieder? Jetzt geht er wieder, nämlich jenseits. Da kommt ein Granatenschwurf direkt vor dir, Micha. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Funktioniert wieder super, der Defi. Ja. Holst du ihn so? Okay. Dankeschön. Na dann. Jetzt kommen die Bosse gleich. Genau, gleiches Spiel wie eben. Bosse antriggern und abhauen. Geh ich zur Stelle Box. Deren Box steht. Box hat da gestellt. Ah ja. Auf geht's. Dann weg hier. Gesundheit. Munition. Los, Micha, hol dir Muni. Okay, Abmarsch. So, jetzt werde ich die Box aber anders platzieren. Ja. So, dass sie nicht von einer gehackten Seeker-Mine zerstört wird, meinst du? Ja, genau. Das hilft zum Geist. Na, wo ist die Frage? Na, kommt doch was. Ach, schon die Treppe runter. Ja, pass auf, der ist direkt bei dir. Ja, da sind drei jetzt. Sind noch zwei hier im Eingang. Deswegen bin ich schon gleich weitergelaufen. Okay.
Oh, da kommen sie jetzt alle. Der Saki haut wieder ab. Da kommt Lieutenant Sasaki. Der war auch schon sie mal haben da. Den Fisch gerichtet. So, Sasaki ist down. Dankeschön. Links sitzt aber noch irgendwo ein anderer Heiler. Weil du so brav, weil du so brav warst. Juhu! Jetzt wird geheilt. Sieger mein. Solange es Felix ist, ist mir das relativ egal. Ich sitze in deinem Gesundheitskreis. Der Rest kann mich mal. Er hat auch eine etwas arrogante Pose da oben, der Captain Wright, oder? Ja. Ach, ganz leicht, ja. Oh, das war eine gigante Rolle. Was sieht Jungs, die Box ist weg. Ja. Fertigkeitenerholung bei mir an der Wand. Wird die 17 Sekunden noch schneller vergehen. Ja, bleib ruhig da sitzen, da kannst du schön viele Kopfnüsse fressen. Ah, jetzt ist gemerkt. Ja, egal. Botorg ist oben. Ja, hinter uns. Weg. In dem Moment, wo ich den Ulti ziehen wollte, bin ich umgefallen. Wenigstens brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen um den Agenten. Um die gehackte Sieger, mein. Der zertritt sie bloß. Lieutenant Freckel heilt sich andauernd. Bringt ihm nichts, wenn wir erstmal seinen Kollegen hier weg haben, dann ist er nicht tough genug für vier Leute. Wo ist denn der? Der ist hier unten, der Dicke. Der Frisk geht hinten bei mir in der Ecke. Kommt er hoch oder was? Box ist weg, ist kaputt. Oh, Frisk ist auch weg. Nur noch der Dicke. Siehst du, von wegen der. Aua, aua, aua. Aua, du, du Patrick. Ja, bin schon da, bin schon da. Defi funktioniert wieder einwandfrei. Ich habe da schon wieder einen Voller aus dem Augenwinkel gesehen. Jetzt, wo ich gerade mal tot war, konnte ich mich mal kurz entspannen. Vielen Dank. Sag ich schon mal. Vielleicht kommt nochmal. Vielleicht weiß ich, wer du bist. Bam, Steuerraum sichern. Laufwerk stabilisieren, neues Ziel, ja, ja. Das stabilisiert sich von alleine. Nee, wo ist denn der Rest? Da hinten, ne? Ja. Einmal hier, er hier, zack. Und ein ganzer Haufen hier, noch ein paar Kredite. Rest juckt mich jetzt auch nicht mehr, der hier rumliegt. Ich will da einen Haken dran machen. Na komm, ein bisschen Munition nehmen wir mit, wenn wir schon mal hier sind. Kaum was verbraucht, so als hätte ich gar nicht geschossen. Ach, hier liegt ja auch noch Loot rum. So viele Geschenke für uns. Aktives Echo-Signal geortet. So, ich loote noch mal ein bisschen. Einsatz abgeschlossen. Jawohl. Ich würde sagen, damit ist unser Beitrag für die Ultimate Legendary Challenge geritzt. Jo. Und ich muss sagen, ich fand das ja fast einfacher als mit den gemischten Varianten. Ich meine, klar, also nee, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig weniger Schaden gemacht, auch wenn ich den Puls jetzt nicht hatte. Die Mine lässt die Leute brennen, das ist eigentlich ganz schön. Dann kann ich mit dem Stürmer draufrotzen. War okay, die feste Befestigung ist auch nicht schlecht, weil sie das Gewehr stabilisiert, was auch gut ist für einen Stürmer. Kannst du auch laufen, wenn du während des Redens? Heiler dabei hast. Ich? Nee, ich kann nicht laufen während des Redens. Wo seid ihr? Im Aufzug.
Ich habe auch gerade in den Chat, geguckt. Okay. Die Sandra hat uns noch ein GG gegeben, netterweise. Vielen Dank. Dankeschön. So, wer hat denn gefollowed? Kannst du dir bitte einen kürzeren Nicken hinzunehmen? Ich nenne dich einfach Linus. Vielen Dank für dein Follow, Linus. Oder Linus, das darfst du dir aussuchen. Die restlichen Buchstaben unterschlage ich einfach aus purer Faulheit. Jungs, das war großes Kino. Wenn wir nicht noch dieses blöde Pech mit der Seeker-Mine gehabt hätten, dann hätten wir das auch, die Bosse da im ersten Anlauf zerschrotet. Ja. Ja. Nee, ernsthaft, ich fand das jetzt nicht, sonderlich. Ich glaube, Times Square Solo ohne zu sterben ist, glaube ich, schwieriger. So, stellen wir uns jetzt nochmal, jetzt gehen wir nochmal zum Eingang, stellen uns da nochmal hin, machen nochmal ein schönes Bild und dann stoppe ich die Aufnahme. Aye, aye, Sir. Würde ich sagen. Oh, wieder 4 GTF dabei, hier einen Riker zu bekämpfen. Ja, lass du doch. Mal gucken, ob sie es schaffen. Geil, 2011 Erfahrungspunkte. Wupp, wupp. Und dann spielen wir es einfach nochmal. Nein, jetzt kriegen wir keine Exokiste mehr, ist ja langweilig. So, alle schön 4 nebeneinander, dann können wir die Kamera drehen, dann sieht das gut aus. Einer fehlt noch, Micha noch. So. Herrlich. Somit Gutes wäre Team. Die Mission abgeschlossen. Wir haben uns an alle Regeln gehalten. Nicht nur die Mission. Genau, sondern auch die Challenge, Bitches. Genau. Ich meine natürlich. Meinst du jetzt hier Entwickler von Massive oder? Nein, das ist mehr so, damit meine ich uns. Achso. Wir sind 4 taffe Bitches und wir haben das richtig schön geregelt. Ja. So, dann grüß mal nochmal. Ja, auch das noch. Nur der Micha nicht. Eigentlich müssten wir runtersehen. Ich hab das Emote rausgenommen. Ich hab nur noch der, wo ich den Stinkefinger zeige. Achso, ja, okay. Gut. Nein, schöne Sache. Das lief doch wirklich sauber, ja, rund und kuschelig, so. Geschmeidig, bis auf diesen kleinen Seeker-Mine-Aussetzer. Den schneiden wir raus. Ach nee, dürfen wir nicht. Wir schneiden nichts raus. Wir beenden jetzt die Aufnahme. Und wundervoll.